Unser Körper besteht aus mehr als 30 Trillionen Zellen. Und jede dieser Zellen enthält DNA, die Bausteine unseres Lebens. Manchmal entstehen Fehler in der DNA unserer Zellen. Mutationen, die dazu führen können, dass sich Zellen unkontrolliert vermehren. Das ist der Moment, in dem Krebs entsteht. Weltweit erkranken jedes Jahr über 15 Millionen Patienten an Krebs. Das heißt, jeder Dritte von uns wird die Krankheit erleben und jeder Vierte wird an ihr sterben. Ich bin Ugo Sahin, ich bin Mediziner und Krebsforscher. Ich bin zur Krebsforschung sehr früh gekommen. Vielleicht ganz früh in den Anfängen. Ich bin in der Türkei geboren worden. Meine Eltern sind Ende der 60er Jahre nach Deutschland gekommen und ich bin mit meinen Eltern als Vierjähriger nach Deutschland gekommen und bin auf die deutsche Schule gegangen. Meine Eltern sind beide in Köln bei den Fortwerken tätig gewesen. Ich bin dann nach der Grundschule auf das Gymnasium gekommen, was in Deutschland die Möglichkeit bietet, Abitur zu machen und zu studieren. Ich habe sehr frühzeitig erkannt, dass ich mich für Wissenschaft interessiere. Ich habe mich für Immuntherapie interessiert. Immuntherapie, da ist die Idee, dass es im Körper Zellen gibt, unser Immunsystem, welches in der Lage ist, grundsätzlich Krebszellen zu erkennen und Krebszellen abzutöten. Ich habe mich dafür interessiert, was sind die Mechanismen dahinter? Wie funktioniert das? Wie kann man das Immunsystem anleiten, Krebszellen zu identifizieren und zu attackieren? Und eines der ersten wichtigsten Fragestellungen dafür sind, festzustellen, was das Immunsystem überhaupt auf den Krebszellen erkennt. Wie kann das Immunsystem Krebszellen von gesunden Zellen unterscheiden? Und diese Forschung, die nennt man Forschung über Tumorantigene, von allen anderen Zellen im Körper. Und wie kann man, wenn man das weiß, eine Immuntherapie entwickeln, welches dann das Immunsystem befähigt, diese Krebszellen zu erkennen? Das ist eine der sehr wichtigen Fragestellungen in der Forschung. Und ich habe als junger Forscher, da war ich gerade 20 Jahre alt, angefangen im Labor zu arbeiten. Man macht dazu und nimmt dafür Tumorzellen, die man dann in Kulturschalen hält und überprüft, ob diese an diese Immunzellen sogenannte Antikörper binden und wenn diese Antikörper binden, ob diese Antikörper in der Lage sind, Immunzellen so zu steuern, dass sie die Krebszellen erkennen und töten. Immer am Nachmittag gemacht, am Vormittag. Vormittag bis 16 Uhr hatten wir Vorlesungen und während meine Mitstudenten dann nach Hause gefahren sind, bin ich dann hochgegangen ins Labor und habe dann im Labor gearbeitet. Meistens bis 21, 22 Uhr, manchmal bis morgens 4 Uhr. Und dann bin ich mit dem Fahrrad vom Labor nach Hause gefahren. Ich habe angefangen, neue Entdeckungen zu machen, neue Formen, Antigenen zu identifizieren und ich durfte dann zum ersten Mal auf einem Kongress präsentieren und so kam ich schrittweise immer tiefer in die Forschung rein. Forschung ist immer eine große Fragestellung, die sich dann aber in viele Detailfragestellungen aufteilt.
Man möchte etwas erreichen. Man möchte erreichen, dass diese Immunzellen Krebszellen angreifen. Aber darunter sind so viele Schichten an Informationen und an Komplexität, dass man immer tiefer in die Grundlagenforschung eindringt und immer besser versucht zu verstehen, wie Immunzellen funktionieren, wie Krebszellen funktioniert, wie die Interaktion zwischen den Zellen funktioniert. Und das ist das Faszinierende. Man hat auf der einen Seite ein Ziel und auf der anderen Seite muss man verstehen, wie die Wirklichkeit ist, wie die Natur funktioniert. Die Forschung im Labor ist so, dass man im Labor mit vielen Kollegen zusammenarbeitet. Die Forscher in einem Labor haben unterschiedliche Fragestellungen und wir helfen natürlich uns, unterstützen uns, diskutieren Ideen und kommen auf, manchmal haben wir unterschiedliche Meinungen, dann müssen wir Experimente machen, um das zu testen, wer recht hat. Und ich habe das sehr geliebt, mit anderen Forschern entweder per E-Mail oder im direkten Austausch zu sein. Also ich kann eigentlich nicht sagen, dass mir Forschung schwer gefallen ist. Es ist die Fragestellung oder das Ziel, was ich in meiner Forschung verfolge, ist unser Immunsystem gegen Krebs zu aktivieren. Und ich habe festgestellt, ich habe sehr früh festgestellt, dass die Hauptschwierigkeit dabei ist, dass jeder Krebs unterschiedlich ist und jeder Patient unterschiedlich ist. Und wenn man diese Erkenntnis hat, dann kann man im Prinzip eigentlich sagen, okay, wenn jeder Krebs unterschiedlich ist, gibt es keine Möglichkeit, eine Behandlung zu machen, die jedem Patienten hilft. Aber die alternative Idee, die ich hatte, war, eine Behandlung zu machen, die eben, obwohl jeder Krebs unterschiedlich ist, ein Verfahren zu entwickeln, wo die Krebsbehandlung individuell auf den Patienten zugeschnitten ist. Dem Patienten wird gesundes und krankes Gewebe entnommen. Beide Gewebe werden über die sogenannte Sequenzierung analysiert. Ein Prozess, in dem die Veränderungen in der DNA des Tumors erkannt werden. Von hier gibt es zwei weitere Vorgehensweisen. Im ersten Ansatz werden RNAs erkannt, die zu häufig oder zu selten in Tumorzellen vorkommen. So lassen sich gemeinsame Therapien für mehrere Patienten aufbauen. Im zweiten Ansatz werden Mutationen der DNA identifiziert, die einzigartig für den einzelnen Patienten sind. Aus dieser Information lässt sich eine individuelle, auf diesen Patienten zugeschnittene Therapie entwickeln. Es entstehen riesige Datenmengen. Dank neuester Technologie ist es möglich, die Mutationen in Patienten in kurzer Zeit präzise zu identifizieren. Und das hat mich fasziniert. Und diese Idee hatte ich sehr früh. Diese Idee hatte ich ja fast vor 30 Jahren. Und als ich diese Idee hatte, war mir klar, dass die Technologien, die wir damals haben, dafür nicht ausgereicht haben, diese Idee umzusetzen. Wenn man wirklich jeden Patienten individuell behandeln möchte und für jeden Patienten eine Therapie machen möchte, dann muss man diese Therapie für diesen Patienten dann bereitstellen und entwickeln. Das bedeutet, dass wir hier in Mainz ein ganz besonderes Wissen aufbauen und das wird uns auch in den nächsten Jahren erlauben, potente Medikamente gegen Krebs zu entwickeln. Ich bin Krebsforscher in Deutschland seit über 30 Jahren und ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte und das Privileg hatte, Krebsforschung zu machen. Krebsforschung ist sehr teuer und braucht Laborinfrastruktur, braucht Geräte, braucht Reagenzien, mit denen wir arbeiten. Und in Deutschland gibt es eine exzellente finanzielle Unterstützung für Forscher. Ich habe zum Beispiel meine Doktorarbeit in einem Labor durchgeführt,
wo ein Professor eben Fördermittel hatte. Diese Fördermittel, da gibt es Förderinstitutionen wie zum Beispiel die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder das BMBF, Bundesministerium für Bildung und Forschung, aber auch sehr viele Stiftungen, die die Forschungsprojekte fördern. Wir haben hier ein System, wo ein Forscher, auch ein junger Forscher, Anträge stellen kann, ein wissenschaftliches Projekt beschreiben kann und beschreiben kann, warum dieses Projekt wichtig ist und wie man das umsetzen kann. Wir haben ein sehr gutes Gutachtersystem, wo unabhängige Gutachter prüfen, ob ein Projekt gefördert werden sollte. Was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass die Beurteilung dieser Projekte wirklich nur an der Forschungsqualität sich orientiert nicht daran orientiert, wo man herkommt, bei wem man jetzt gerade forscht, sondern an der Umsetzbarkeit. Ich habe im Laufe meiner Karriere über deutsche Forschungsförderer über 30 Millionen Euro an Fördermitteln erhalten. Die Entwicklung von hochinnovativen Medikamenten ist sehr kostenaufwendig und darum hat es einiges an Überzeugungsarbeit gekostet, dann auch Finanzierungen zustande zu bringen. Es ist uns aber dann doch gelungen, mithilfe von Privatinvestoren, Risikokapital und öffentlicher Gelder und Förderung durch die Bundesregierung. Mittlerweile zählt der Verbund über 100 Partner. 2012 wurde er vom Bundesministerium für Bildung und Forschung als Preisträger im nationalen Spitzencluster-Wettbewerb ausgezeichnet und mit 40 Millionen Euro gefördert. Ich konnte immer wieder erfolgreich durch die Anwerbung von Mitteln Wissenschaftler einstellen, Doktoranden einstellen. Ich habe durch diese, das heißt Drittmittelförderung, eine Gruppe gehabt von über 40 Mitarbeitern, die wirklich nur über Fördermittel finanziert wurden. Und ohne diese Forschungsunterstützung wäre es nicht möglich gewesen, diese Ideen, diese grundlegende Veränderung anzusetzen. Herr Sein hat mich von Anfang an begeistern können und ich denke mal, das ist auch eine seiner Stärken, dass er Leute für die Sache begeistern kann, nicht nur mit wissenschaftlichen Argumenten, sondern auch einfach mit seiner eigenen Begeisterung nimmt er die Leute mit. Auf der anderen Seite habe ich selten jemanden getroffen, der so klug ist wie Herr Sein. Er ist den Leuten, hat man das Gefühl, immer einen Schritt voraus. Wenn man eine neue Idee einbringt, ist er im Prinzip schon immer da und hat das in dem Sinne fast vorausgesehen. Und das macht sicherlich auch das aus, was er geleistet hat bis heute. Eine besondere Leistung ist von ihm ist sicherlich das Zusammenbringen von Grundlagenforschung zu angewandter Forschung. Schon bevor ich mit ihm angefangen habe zu arbeiten, war sein Credo eigentlich immer, dass das, was er macht, dem Patienten am Ende helfen muss. Ich glaube, er wollte nie ein Universitätsprofessor werden, der einfach nur für die Grundlagenforschung was macht, weswegen er halt auch immer nach Anwendungsmöglichkeiten gesucht hat und entsprechend die Ganymed und dann später die BioNTech mitgegründet hat. Und auch da ist es ihm halt immer wieder gelungen, die Innovation dabei zu behalten und den innovativen Spirit nicht zu vergessen, in dem Moment, wo man als Firma vielleicht darauf bedacht ist, ein Produkt vorwärts zu bringen, sondern immer weiter Sachen zu verbessern und dadurch auch wiederum an der Spitze der Forschung zu bleiben. Ich würde mir wünschen, dass auch in anderen Ländern diese Unterstützung stattfindet. Diese Unterstützung muss aber auch daran gebunden sein, dass man junge Talente identifiziert.
Es ist selbstverständlich so, dass in allen Ländern intelligente, ehrgeizige Menschen sind, die etwas erreichen wollen. Man muss diesen Menschen die Möglichkeit geben, dass sie an die Forschung herangeführt werden können. Was sehr wichtig ist, ist, Forschung ist international. Sie findet 90% der Forschungskommunikation findet in Englisch statt. Ich halte es für sehr wichtig, dass junge Menschen sehr früh Englisch lernen, ja, und in Englisch auch in der Schule ausgebildet werden. Denn wenn sie kein Englisch können, sind sie ausgeschlossen von dem Wissen dieser Welt. Das ist eine erste wichtige Maßnahme. Das zweite ist, dass es wichtig ist, diese jungen Menschen zu identifizieren und das Ausbildungssystem jetzt nicht nur stur nach bestimmten Katalogen zu machen, sondern Möglichkeiten zu geben, den jungen Menschen früher an die Forschung dranzukommen. Ich habe während meines Medizinstudiums angefangen, Forschung zu machen. Das war sehr wichtig. In vielen Ländern ist es so, dass man erstmal das Medizinstudium abschließen muss. Ja, und dann erst anfangen kann, Forschung zu machen. Und für mich war das wichtig, dass ich das parallel machen konnte. Für mich war es wichtig, dass ich auch in andere Labors gehen konnte und in verschiedenen Labors lernen konnte. Für mich war es wichtig, eine eigene Gruppe zu haben. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man die Forschungsmittel eben nicht nur einem Professor und einem Direktor eines Instituts gibt, sondern die Möglichkeit schafft, dass innerhalb des Instituts eben verschiedene Köpfe und verschiedene Menschen ihre Forschung machen können. Was auch ganz wichtig ist, ist, dass man dafür sorgt, dass Forschung dauert Jahre. Ich forsche seit 30 Jahren, dass man die Möglichkeit schafft, wirklich kontinuierlich Mittel anzuwerben. Es ist auch wichtig, dass die Universitäten Infrastruktur schaffen. Es müssen Labors gebaut werden. Zur Infrastruktur zählt aber auch, dass Reagenzien bestellt werden können. Wir sind hier auf dem Marktplatz in Mainz. Das ist am Dom. Das ist ein sehr schöner Platz, wo man sich ausruhen kann und Gedanken über das große Bild Gedanken machen kann, sich entspannen kann. Wir haben heute Freitag, es ist Markt, es sind viele Leute unterwegs, die dann Gemüse, Tomaten und auch Schafskäse hier einkaufen. Man kann hier sehr schön frühstücken, Kaffee haben. Wir machen das auch ab und zu mit der Familie. Eine Frage, die uns immer beschäftigt, ist, wie geht es weiter? Wo stehen wir? Sind wir noch richtig unterwegs? Und das beschäftigt mich heute auch. Wir haben in den letzten Monaten viele Erfolge gehabt, die für uns wichtig sind, für die Firma wichtig sind. Wir haben zum Beispiel jetzt vor kurzem einen Börsengang gemacht, der Firma die Möglichkeit gibt, weitere Finanzmittel für die Entwicklung von Krebsmedikamenten reinzuholen. Und natürlich denke ich jeden Tag darüber nach, was wir bisher erreicht haben, wie die Ergebnisse aussehen, was wir noch erreichen müssen. Ich bin glücklich, dass wir sehr erfolgreich unterwegs sind. Wir haben eine ganze Reihe verschiedener Medikamente in Entwicklung. Wir sehen, dass unsere Medikamente prinzipiell so funktionieren, wie wir uns das in frühen Experimenten vorgestellt haben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich immer wieder die Frage stellt, ob man mit dem, was man macht, richtig unterwegs ist. Das ist wichtig als Wissenschaftler, das ist aber auch wichtig als jemand, der Verantwortung hat für sehr viele Mitarbeiter. In unseren Unternehmen arbeiten mittlerweile über 1000 Mitarbeiter.
Und meine Verantwortung ist natürlich, dass wir Entscheidungen treffen, die auch dafür sorgen, dass die Mitarbeiter ihre Ziele erreichen können, dass wir unsere Ziele erreichen können. Ich bin natürlich geehrt und dass ich für diesen Preis nominiert worden bin, für den Mustafa-Preis, den ich vorher nicht kannte. Ich habe mich darüber informiert und finde es wirklich interessant und fühle mich geehrt, dass ein Komitee, der diesen Preis für Menschen ausschreibt aus islamischen Ländern, und wir sind ja über 1 Milliarde Moslems auf diesem Planeten, dass ein Komitee über die Arbeit, die wir hier in Deutschland machen, informiert ist und unsere Arbeit mit diesem Preis auch würdigt. Ich bin glücklich, dass durch diesen Preis unsere Arbeit auch breiter publik wird. Ich fühle mich geehrt und bin glücklich, dass ich über diesen Preis auch, dass unsere Arbeit eine Bekanntheit in Regionen bekommt, die üblicherweise nicht über Forscher in Deutschland oder Forscher in Mainz berichten. Und freue mich, die Wissenschaftler auf der STEP-Veranstaltung kennenzulernen, mich mit ihnen auszutauschen. Freue mich, zu verstehen, was für Ideen, was für Menschen dort tätig sind und wie wir vielleicht eine Zusammenarbeit initiieren können, die es auch anderen jungen Wissenschaftlern ermöglicht, in die Krebsforschung hineinzukommen.